Hallo Kapitäne, willkommen zur neuen Folge, die sich dem Update 13.5 widmet. In diesem Video richten wir unsere Hauptgeschütze auf die Fortsetzung des D-Day in World of Warships, unser Sommerfest-Event, eine großartige Zusammenarbeit mit der Star Trek-Franchise, das Independence-Day-Event, die Rückkehr der drei Königreiche ins Spiel und das Fußballfieber in World of Warships. Es ist Zeit, sich zu konzentrieren und in die Details einzutauchen. Also lasst ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr keine Neuigkeiten verpasst. In Update 13.5 seht ihr die Fortsetzung des Events zum 80. Jahrestag des D-Day. Zu Ehren der alliierten Landungen in der Normandie hat World of Warships zwei weitere Operationen vorbereitet, die eure taktische Aufmerksamkeit erfordern. Jede Operation dauert 2 Wochen. In der Operation Verteidigung des Atlantikwalls tretet ihr den Alliierten entgegen und spielt ausschließlich mit deutschen Zerstörern von Stufe 5 bis 7. Wenn ihr nicht über die erforderlichen Schiffe verfügt, keine Sorge. Wir bieten spezielle Mieten mit ungewöhnlichen Konfigurationen an. Euer Ziel ist es, die Alliierten durch das Auslegen von Minenfeldern zu verzögern. Daher werden alle Zerstörer in dieser Operation mit den notwendigen Verbrauchsmaterialien ausgestattet, um dies zu erleichtern. Die dritte und letzte Operation des D-Day heißt Angriff auf Omaha Beach und findet auf derselben Karte kurz nach den Ereignissen der zweiten Operation statt. In diesem Szenario kämpft ihr wieder an der Seite der Alliierten und befehligt Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer von Stufe 5 bis 7. Eure Hauptaufgabe wird es sein, die Besatzungen der beschädigten Schiffe zu retten und die Küstengeschütze zu zerstören, die ihr in der vorherigen Operation verteidigt habt. Und wenn ihr noch mehr Schiffe wollt, habe ich ein Geschenk für euch. Die Chance, mit dem legendären deutschen Schlachtschiff Nassau im Spiel alles zu geben. Und das ist noch nicht alles. Ich werde euch auch 2 weitere Schiffe geben. Den agilen Zerstörer G101 und den mächtigen Kreuzer Kolberg, um eure deutsche Flotte weiter zu verstärken. Mit so vielen Schiffen, die auf euren Befehl warten, ist jetzt der beste Zeitpunkt, sich den Millionen von Spielern in Deutschland und auf der ganzen Welt anzuschließen und diese epische, immersive Erfahrung in vollen Zügen zu genießen. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung unten, um dieses exklusive Willkommenspaket für World of Warships freizuschalten, das auch viele Funktionen enthält, um eure eigene Flotte mit über 700 Schiffen aufzubauen. Nutzt diese einzigartige Gelegenheit, ruft eure Freunde und dominiert die 7 Weltmeere. Schaut euch den Link jetzt an und stürzt euch in spannende Schlachten. Weiter geht's mit sommerlichen Neuigkeiten. Seid bereit für unser neues Sommerfestival-Event. Wie gewohnt umfasst es 2 Fortschrittslinien. Die erste Linie bietet unter anderem die permanente Sommertarnung, die Strandpartyflagge, die Picknick am Meer und Reisen in die Ferne-Container sowie unseren neuen Premium-Meeresschatz-Container, der wertvolle Premium-Schiffe wie die Renown 44 und Nottingham enthalten kann. Ihr könnt die 2. Reihe freischalten, um permanente Tarnungen zu verdienen, darunter den Gold Eagle für die Schlachtschiffe Minnesota und Kansas. Zusätzlich bietet sie noch mehr Container und, am wichtigsten, den Premium-Zerstörer der Stufe 6, Jurua aus Panamerika. Zusammen mit dem Eventpass wird das Sommerfestival-Event wieder stattfinden und noch wertvollere Belohnungen bereithalten. Vergesst nicht, in der Waffenkammer und im Premium-Laden vorbeizuschauen. World of Warships wagt sich mutig in neue Welten und Zivilisationen mit einer epischen Zusammenarbeit mit dem beliebten Star Trek-Universum. Das Event wird eine Vielzahl unglaublicher thematischer Inhalte bieten, von Kommandanten bis hin zu Tarnungen und Flaggen. Bleibt dran für weitere Neuigkeiten, die wir bald auf unserer Website veröffentlichen werden. Der 4. Juli ist nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern auch für World of Warships ein wichtiger Tag. Während des Events könnt ihr verschiedene Container, Kommandanten und wirtschaftliche Boni im Austausch gegen Token erhalten, die ihr in einer Reihe von Kampfmissionen verdienen könnt. Ihr könnt auch direkt das mächtige und seltene Stufe 10 amerikanische Schlachtschiff Rhode Island sowie den legendären Stufe 9 amerikanischen Zerstörer Johnston erwerben. Das wohl berühmteste Schiff der Fletcher-Klasse, das endlich die Meere von World of Warships erobert. Kommen wir nun schnell zu den 3 Reiche. In einem speziellen Bereich der Waffenkammer findet ihr 2 komplett neue 3-Reiche-Container, gewöhnlich und Premium. Außerdem warten im Rahmen des Events 2 neue Schiffe auf euch, die auf der Kit und der Iowa basieren, jedoch jeweils mit einem einzigartigen thematischen Äußeren.
Und das ist noch nicht alles. Ihr könnt weiterhin eine Reihe von Kampfaufträgen abschließen, um kostenlos Container zu erhalten. Und auf unserer Website erwartet euch als Teil dieses Events ein Minispiel. Nun sagt mir, sind einige von euch Fans des europäischen Fußballs? Wir freuen uns, euch ankündigen zu können, dass der Fußball World of Warships erobert. Besonders für europäische Fußballfans haben wir ein spezielles Waffenkammerspiel erstellt. Ihr habt die Chance, die Ergebnisse realer europäischer Turniermatches zu erraten. Wenn ihr richtig tippt, werdet ihr belohnt. Und was passiert, wenn ihr falsch liegt? Ihr gewinnt trotzdem. Für jeden falschen Tipp werden 100.000 Kreditpunkte eurem Konto gutgeschrieben. Aber richtige Tipps können euch viel wertvollere Belohnungen einbringen, wie zum Beispiel Oko Boni, verbrauchbar und permanent. Container mit Signalen, Tarnungen und ein garantiertes Premium-Schiff. Das stimmt. Spieler, die die Zukunft am genauesten vorhersagen, erhalten ein kostenloses Premium-Schiff aus den im Waffenkammer verfügbaren Kohle- oder Dublonenschiffen. Um euch zu helfen, eure Geschosse so zielsicher wie die Stürmer ins Tor zu bringen, habt ihr die Chance, den legendären italienischen Nationalspieler Marco Materazzi als neuen Kommandanten zu erhalten, sowie die Sport ohne Grenzen Gedenkflagge. Denn lasst uns ein wenig über die 26. Saison der Clangefechte sprechen, die Königsgeier genannt wird. Diese Saison bringt ein vertrauteres Format zurück, mit 7-gegen-7 Matches unter Verwendung von Stufe 10 Schiffen. Einige Schiffe werden von Beginn der Saison an Einschränkungen unterliegen, um ein ausgewogenes Spielerlebnis zu bieten. In Update 13.5 werden wir 3 Keilreihen in verschiedenen Formaten haben. Die erste Schlägerei wird im 5-gegen-5 Format mit Stufe 8 Schlachtschiffen, Kreuzern und Zerstörern verfügbar sein und ihr könnt in Divisionen von bis zu 5 Spielern teilnehmen. Welche anderen Events würdet ihr in Zukunft gerne sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. So verpasst ihr keine wichtigen Neuigkeiten zu World of Warships. Dieses Mal reicht ein traditioneller Abschied nicht aus, deshalb sage ich Folgendes. Lebt lang und in Frieden, Kapitäne.